Ja, hallo meine lieben GeoLeben TV-Zuseher und Abonnenten und die es natürlich noch werden wollen. Schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist zu diesem neuen Video. Es geht um das Wasser, um Wasser trinken. Einige von euch werden ja wissen, es läuft die Challenge Running Free seit einigen Wochen. Das heißt, ich gehe täglich am Morgen, bevor ich irgendwas anderes mache, laufen. Ich bewege mich. Man kann natürlich auch walken oder etwas schneller gehen. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist die Bewegung und das am Morgen und das regelmäßig. Und das ganz Wichtige ist, bevor man oder ich laufen gehe, ist ausreichend Wasser zu trinken. Ich trinke da ein Glas Zitronenwasser, lauwarm, ein Glas Natron mit Himalaya-Salz. Warum ich das so mache, was das Ganze bringen soll, welchen Vorteil es bringt, das erfährst du, wie du weißt, wie immer, nach dem Intro. Ja, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLeben TV und bewusst gesund bei Geo. Ja, es macht richtig viel Sinn, gerade am Morgen ausreichend zu trinken. Wir wissen ja, Wasser ist auch dazu da, um Abfallstoffe, sprich Schlacken, Giftstoffe rund um die Uhr und da vorwiegend am Vormittag, am Frühmorgen, am Vormittag eben die Giftstoffe aus dem Organismus wieder rauszubringen. Da nimmt sich der Körper richtig viel Zeit, da hat er richtig viel Energie und darum ist es auch wichtig, den Körper am Vormittag nicht allzu sehr zu belasten mit Nahrung, mit wieder etwas eben verstoffwechseln müssen, weil, wie gesagt, am Vormittag, da möchte er eigentlich ausreichend entschlacken, entgiften. Ja, andererseits ist das Wasser natürlich auch wegen der enthaltenen Mineralstoffe ganz besonders wichtig. Ja. Und jetzt glauben aber sehr viele, dass organische Mineralien besser sind als anorganische Mineralstoffe und deshalb die anorganischen Mineralien im Wasser nicht wirklich gut sind. Das ist jetzt leider nur halb richtig oder eben auch halb falsch, je nachdem. Warum ist das so? Ja, weil eben Mineralstoffe grundsätzlich immer anorganisch sind. Genau. Und die entscheidende Frage ist jedoch, ob die Mineralien an organische oder anorganische Transporteurstoffe eben auch gebunden sind. Und hier ist es ganz richtig zu sagen, organische Transportstoffe, wie zum Beispiel eben ein Chelatring, bestehend aus Aminosäuren rund um das Mineral eben gebunden, ist organisch und sorgt eben dafür, dass die Mineralien gut in die Zellen, in den zellulären Raum gelangen, um diese mit notwendigen Mineralien eben zu versorgen und den Zellabfall wieder aus der Zelle, aus den Geweben eben hinaus zu transportieren. Ist jedoch das Mineral an einen anorganischen Transporteur gebunden und kann sich auch nicht von diesem Transporteur lösen, so wird es dann eben schwierig, dass eben die Zelle diesen Mineralstoff aufnehmen kann. Es ist also nicht die Frage, ob anorganisches oder organisches Mineral, sondern ob anorganischer oder organischer Transporteur. Ja, was in weiterer Folge eben auch noch wichtig und entscheidend für die Qualität des Wassers und der Mineralien ist, ist eben auch die Struktur des Wassers. Ja, da gibt es eben diese Versuche dieses Japaners, die hat es gegeben, ja, diese Strukturen, die verschiedensten Strukturen des Wassers einfach wunderbar aufgezeigt haben. Denn auch die Struktur des Wassers ist eben entscheidend darüber, ob die Mineralien in die Zellen gelangen oder nicht. Und damit das Wasser eben eine Struktur bekommen kann, braucht es ebenfalls die Mineralstoffe. Ja, sonst funktioniert das nicht. Und die Mineralstoffe sind eben der Informationsträger und diese sind eben auch für die Struktur, wie gesagt, verantwortlich. Ja, auch osmosegefilterte Wässer sind zwar frei von Schadstoffen, jedoch auch frei von Mineralstoffen. Und ob das dann so gut ist, ist eben hier die Frage. Man sollte Osmosewasser auf jeden Fall mineralisieren, ja? Und oder eben eine Struktur mit einem hexagonalen Wasserverwirbler erzeugen. Am besten ist in dem Falle
Beides. Ich habe ja lange und viel Osmosewasser getrunken und warum ich jedoch das Wasser am Morgen und auch über den Tag verteilt jetzt mit Zitrone trinke, dürfte nun klar auf der Hand sein. Neben Vitaminen hat natürlich eine Zitrone auch viele, viele gute Mineralstoffe und diese sind in der Zitrone in jedem Fall eben auch organisch gebunden und das ist jetzt wirklich, wirklich sinnvoll. Probier es einfach aus. Isst zum Beispiel eben auch sehr viel Gurken, denn Gurken sind natürlich organisch und eine Gurke besteht aus 90% Wasser. Ja genau, das eben aber auch nur so nebenbei. Doch kommen wir nun vom Wasser zu Natron. Warum ich eben neben Zitronenwasser auch 300 ml Wasser mit einem Teelöffel Natron und etwas Himalaya-Salz trinke, hat zwei einfache Gründe. Natron ist ja basisch und das ist in den meisten Fällen eben sehr, sehr gut. Viel zu viele Menschen sind eben übersäuert und natürlich übersäuert der Körper wesentlich schneller bei sportlicher Überanstrengung. Aber ich betone Überanstrengung und vor allem durch zu saure Nahrung, zu wenig Bewegung und eben viel zu viel Stress und gerade eben auch in Zeiten wie eben C. Ja, der Körper übersäuert auch über Nacht. Da der Körper ja gerade nachts und am Vormittag sehr aktiv ist, seine Schlacken und Gifte loszuwerden und deshalb auch viele Mineralstoffe eben gebraucht werden, die dann ja wieder irgendwo abgehen. Das ist die Krux bei der Sache. Der zweite Grund ist, dass Natron eben bewirkt, dass unsere Zellen mehr Sauerstoff abbekommen und das bedeutet natürlich wesentlich mehr Energie. Warum nehme ich dann eben noch Himalaya-Salz ins Natronwasser? Das ist natürlich eine gute Frage. Natürlich hat Himalaya-Salz viele Vorzüge und vor allem eben auch, dass es im Vergleich zu Kochsalz, das ja nur noch aus Natriumchlorid besteht, also aus zwei Elementen, ja, hat eben das Himalaya-Salz 84, also die vollständigen Elemente, eben aufzuweisen. Das heißt, es ist eben vollwertig. Doch nimmt man eben hier das Salz vorwiegend deswegen, also in der Sache mit dem Natron und Himalaya-Salz, eben nimmt man hier das Himalaya-Salz vorwiegend deswegen, weil das Natron den Magen kurzfristig in Richtung eben basisch verschieben könnte und der Magen braucht ja einen pH-Wert von gut 1,5 bis 2. Und das Himalaya-Salz sorgt eben dafür, dass die Magensäure nicht in die Richtung zu sehr basisch wird. Ja, das könnte sich eben durch das Natron, wie gesagt, etwas nach oben verschieben und das wäre dann nicht so gut, weil, wie gesagt, die Magensäure sollte schon in diesem Bereich 1,5 bis 2 eben auch bleiben, um hier wirklich seine Arbeit gut verrichten zu können. Deswegen kann natürlich auch für Menschen, die zu viel Säure im Magen produzieren, auch Natron gut sein, weil hier, wie gesagt, dann das Ganze einfach basischer wird. Man muss wissen, dass wir ja eine eigene Natriumhydrogencarbonat, also eine eigene Natronproduktion im Magen haben, die eben dafür sorgt, dass der Magen nicht zu sauer wird, dass das Ganze in seiner Balance einfach auch bleibt. Ja, man muss noch wissen, dass unser Blut nur bei einem pH-Wert von 7,35 bis maximal 7,45 unsere Zellen optimal mit Sauerstoff versorgen kann. Und dieser pH-Wert kann nur stabil gehalten werden, wenn eben auch ein ausreichendes Puffersystem dafür sorgt, dass unser Blut immer in diesem pH-Bereich eben bleiben kann. Da jetzt jedoch unsere Nahrung nicht mehr wirklich so ausgewogen und basisch ist, als sie eben auch sein sollte oder früher mal war, sind wir bei der Nahrung sehr häufig im sauren Bereich. Fleisch, Getreide, Fertignahrung, Süßgetränke tun einfach ihres dazu. Und nur ein Beispiel, um den Einfluss des pH-Wertes zu verstehen jetzt mal. Ein Cola hat einen pH-Wert von 3, ja, also sehr, sehr sauer. Und in Relation zu pH 4 ist das 10-mal so sauer. In Relation zu pH 5 ist das 100-mal so sauer und in Relation zu pH 6 ist das 1000-mal so sauer und zu pH 7 10.000-mal so sauer, ja, wie eben. Also eine Cola ist dann schlussendlich 10.000-mal so sauer wie eben Wasser. Und das ist dann natürlich schon eine Hausnummer, wenn man sich das so vorstellt. 10.000-mal so sauer als
Eben Wasser. Also meine Zuseherinnen und Zuseherfreunde, hier sieht man nun, was den Unterschied von pH 3 auf pH 4 und weiter eben ausmacht. Das verdeutlicht wohl einfach die Bedeutung dieses mineralischen Puffersystems, dass man eben immer dafür sorgen sollte, genug Mineralstoffe in den Körper zu bringen. Weil wenn man das nicht macht, dann kann es sein, dass diese Mineralstoffe irgendwo mal abgeben, weil der Organismus immer zuerst schaut, haben wir genug pH-Wert im Blut. Das ist oberste Priorität. Und wenn einfach zu wenig Mineralstoffe zur Verfügung stehen, dann holt er sich die eben auch von woanders und im blöderen Fall eben auch von den Knochen raus, wo diese Mineralstoffe dann natürlich überall abgehen, denn wir brauchen sie ja natürlich auch woanders. Genau. Und in unserem Körper finden einfach laufend Abbau- und Aufbauprozesse statt und vieles passiert einfach vollautomatisch und folgt eben chemischen und physikalischen Gesetzen, wie eben dieses physikalische, chemische Gesetz eben ist, dass eben der pH-Wert im Blut oberste Priorität hat. Damit aber alles gut funktioniert, brauchen eben unsere Zellen Sauerstoff und sie brauchen Nahrung. Das ist mal das Um und Auf. Und beides kommt über das Wegenetz eben des Blutkreislaufes in unsere Zellen. Und jetzt könnt ihr wohl auch verstehen, warum die richtige Nahrung einfach so unglaublich wichtig ist. Ja, ich habe ja Experimente in den letzten Monaten laufen, das Experiment zum Beispiel 30 Tage rein pflanzliche Kost auf Telegram eben täglich zu verfolgen und eben jetzt das Experiment 30 Tage running free at the morning, also tägliche Bewegung, täglich am Morgen sich zu bewegen und das eben mit Wasser einzuleiten. Wie gesagt, beide Experimente sind auf Telegram eben zu verfolgen. Hier habe ich täglich einen Vlog gemacht. Und das ist eben so unglaublich wichtig, weil diese Dinge, ja, wenn einmal Mineralstoffe wirklich abgehen, dann ist wirklich schon Feuer am Dach. Und da hat man schon eine ziemlich lange Zeit vorher dafür gesorgt, dass man sich da eben in ein Minus hineinbewegt. Ja, bei der Einnahme von Natron ist einfach darauf zu achten. Das ist natürlich auch wichtig, dass es sich wirklich um Natriumhydrogencarbonat handelt, also sprich Natron, und das ist einfach die gängige Bezeichnung, wenn man von Natron spricht, ist es Natriumhydrogencarbonat. Auch gibt es natürlich Bezeichnungen wie eben zum Beispiel Natriumbicarbonat, Baking Soda zum Beispiel, das passt dann alles. Jedoch sollte es sich nicht um Washing Soda oder Waschsoda, also um Natriumcarbonat handeln. Denn dieses weist einen pH-Wert von um die 11,5 auf und das wäre dann eindeutig zu viel. Das ist dann einfach eine ziemlich ranzige Lauge, würde ich mal sagen. Also nur Natriumhydrogencarbonat verwenden oder eben Natron, das sehr bekannte Kaiser-Natron. Natron in diesen grünen Backerl werden einige kennen. Ja, und bei der Dosierung eher mal mit einem halben Kaffeelöffel auf 200 ml lauwarmen Wasser verwenden und das mindestens eine Stunde vor oder mindestens eine Stunde nach dem Essen, da eben die Magensäure leicht angehoben wird und dadurch auch die Verdauung beeinträchtigt werden kann. Ja, bezüglich Natron gibt es noch einige Anwendungen, vor allem auch bei Krebs eine wahnsinnig gute Alternative, auch bei Gehirnschlag oder eben auch Herzinfarkt. Doch diese Informationen, die gibt es in anderen Videos. Bis dahin alles, alles Liebe, Daumen hoch oder mehrere natürlich. Schaut auch auf meine Webseite Bewusst Gesund bei Geo. Bewusst Gesund, ne? Kennt ihr meine eigene Webseite Bewusst Gesund, geosixlebensmut.at, da steht es dann eh nochmal genau. Natürlich die Kommentare, in die Kommentare, eure Meinung, eure Mitwirkung ist wie immer sehr, sehr gefragt. Ja, in dem Sinne haben wir wieder mal ein paar wichtige Informationen und glaubt es mir, das ist nicht reine Theorie, sondern das ist was, was ich tagtäglich in meinem Leben einbaue und darüber eben auch die Praxisergebnisse habe und diese eben auch weitergebe. In dem Sinne alles, alles Liebe. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald, euer Geo. Baba, ciao, tschüss und Servus.